Unter einer Überwucherung von Candida oder weiteren Parasiten zu leiden, ist eine sehr unschöne Erfahrung für sehr viele Menschen. Allerdings ist es so, dass man sehr einfach wieder Herr über seinen Körper werden kann und da wieder ein Gleichgewicht schaffen kann. Man muss halt nur wissen, wie das alles funktioniert. Also bevor ich euch jetzt Methoden und Hilfsmittel erzähle, wie ihr euch von einem Übermaß von Parasiten oder zum Beispiel auch den Candida-Pilz befreien könnt, erstmal grundlegende Sachen, einfach um das Verständnis auch zu haben, warum jetzt zum Beispiel Parasiten bei uns im Körper sind und welche Aufgaben sie auch erfüllen, weil viele sehen die jetzt nur als negativ, achten sie wirklich als Böses, sie steuern ein, Gedankenmanipulation und was weiß ich noch, was man alles so im Internet lesen kann. Allerdings ist es halt so, dass Parasiten aufgrund des Milieus im Körper sind. Also das heißt, dass halt viele Menschen verschlackt, verschleimt, übersäuert sind. Andere nicht ausgeschiedene Sachen, Kot, andere Gifte haben und die Parasiten nutzen halt diesen Nährboden und helfen bzw. unterstützen auch den Körper aufzuräumen und ja, zu entgiften sozusagen. Die Parasiten fressen halt die Rückstände, die der Körper jetzt nicht ganz schafft aufzufressen. Und der Candida-Pilz zum Beispiel, der saugt sich ja mit Schwermetallen voll. Also das heißt auch wieder, um den Körper vor einer Schwermetallvergiftung zum Beispiel auch zu schützen oder etwaige Schäden an anderen Organen oder anderen Stellen im Körper zu verhindern. Das heißt, dass diese Parasiten und auch dieser Candida-Pilz eine Art Symbiose im Körper eingehen. Eine kleine Unterbrechung für eine kurze Mitteilung, und zwar habe ich zwei neue Kurse veröffentlicht, eine 42-Tage-Challenge für die Grundlage in die Permakultur und eine 22-Tage-Challenge für die Grundlage in die schleimfreie Heilkost, vegane Rohkost und dem Fasten. Beide Kurse findet ihr unten in der Videobeschreibung. Aufgrund dieser Informationen, die ich euch jetzt gerade mitgeteilt habe, bin ich jetzt nicht so der Freund von diesen Parasitenkuren. What? Beziehungsweise die Verteufelung von Parasiten an sich, weil dann viele dann auf Biegen und Brechen dann die Parasiten loswerden möchten. Bei manchen Parasitenkuren werden solche Sachen wie Terpentin angewendet. Das habe ich auch angewendet. Das reizt ziemlich stark im Magen und ist eigentlich auch nicht gut für den Körper. Rizinusöl oder was ich dann noch, Nemöl und alles mögliche, Oregano, also so ziemlich scharfe Sachen auch zum Teil, die den Körper einfach und die Darmschleimhaut mit reizen. Ich weiß ja noch nicht, was da alles noch mit dabei ist, und da muss man dann wirklich aufpassen, wenn man dann die Parasiten einfach tötet, zum Beispiel der Candida-Pilz, der sorgt sich ja natürlich mit den Schwermetallen voll und der gibt die dann natürlich ab, wenn der stirbt. Und dann ist halt eine Rückvergiftung möglich, wenn man dann nicht die entsprechenden Maßnahmen gesetzt hat, um ein anderes Milieu zu schaffen, um den Körper zu entlasten und die Entgiftung auch mit zu fördern. Daher sollte man auch vorsichtig sein mit diesen Parasitenkuren, weil das natürlich auch ins Gegenteil ausschlagen kann. Und das sind sich halt einfach viele in diesem Zusammenhang nicht bewusst, weil sie halt diese Parasiten auf den Teufel hinaus sozusagen auch verteufeln. Was Böses, Böses! Jetzt noch kurz zwei Anmerkungen von meiner Seite bezüglich dem Zucker, weil dann viele meinen, ja, wenn man viel Zucker isst, dann nährt man sozusagen die Parasiten und schieben dann das Obst sozusagen in diese schlechte Schiene, dass man unbedingt kein Obst essen sollte. Also für mich ist es jetzt zum Beispiel so, dass Obst das eins der höchsten Nahrungsmittel überhaupt ist und Fruchtzucker das Beste für den Körper ist, was es überhaupt gibt. Und wenn halt die Leute dann irgendwas sagen, ja, Zucker ist schädlich und sowas, das gilt meistens nur für den Industriezucker. Stärke zähle ich da auch noch mit dazu. Also jeglichen Zucker, der jetzt nicht zu Obst zum Beispiel gehört. Und Fruchtzucker ist eigentlich das Höchste. Und warum sich die Leute zum Beispiel schlapp fühlen oder eine Entgiftungskrise haben oder vielleicht nicht ganz klar im Kopf ist, das sind einfach diese Entgiftungserscheinungen. Und Obst löst sehr viele Gifte und reinigt auch sehr viele Gifte von, oder beziehungsweise entgiftet, sage ich mal. Nicht reinigt die Gifte, sondern entgiftet aus dem Körper hinaus zusätzlich. Und da muss man also schauen, dass man den Körper nicht überfordert und nicht zu viele Gifte im Blutkreislauf hat, um sich rück zu vergiften. Schlussfolgern, was ich euch jetzt gerade erzählt habe, ist es halt vor allem wichtig, das Milieu zu ändern. Das könnt ihr euch eigentlich so vorstellen, dass halt zuerst
der Misthaufen aufgebaut werden muss und dann kommt die Fliege bzw. auch der Kompost oder organische Material und dann kommt der Regenwurm und das ist halt auch bei den Parasiten, die kommen halt wegen dem Milieu, das da ist, was halt in der Regel sauer ist. Die bauen sich da kein saures Milieu hin, weil es ihnen halt so gut gefällt, sage ich mal. Und das ist das Gleiche wie mit der Fliege, die baut sich auch da keinen Misthaufen sozusagen hin. Deshalb basisches Milieu sorgen. Man soll halt wenig verarbeitete Produkte essen, wenig Industriekost, wenig tierische Produkte, auch hier von der Industrie auch weniger meiden. Dann in Richtung Basis gehen, halt sehr viel Rohkost zum Beispiel. Die Übergangskost von Ahl und Ehre, zum Beispiel gebackene Süßkartoffeln, gebackenen Kürbis kann man damit integrieren. Viel Roh, später dann auch vielleicht in die vegane Rohkost, wenn man es dann auch packt und dann Obst und Gemüse da auch wieder auf die Lebensmittelkombination auch dementsprechend achten, vor allem beim Obst. Das halt auch einfach mit berücksichtigen. Zur basischen Ernährung gehört natürlich auch Wildkräuter, wird jetzt langsam auch Frühling. Jetzt beginnt auch schon langsam die Bärlauchsaison. Bärlauch kann man auch ziemlich gut zum Entgiften von Schwermetallen auch mit nutzen. Aber sich das auch im Hinterkopf haben, dass man halt sehr viel grünes Blattgemüse auch am Anfang zu sich nimmt, mehr als Obst am Anfang, dass man da jetzt die Wildkräuter sozusagen als Chance sieht, weil die halt auch sehr viel entgiften, zum Beispiel Brennnessel, Brunnenkresse, Giersch, Löwenzahn, Schafgarbe. Die Palette ist eigentlich richtig groß, da werde ich euch unten auch vielleicht mal ein Buch verlinken, was ich gerne nutze. Also ich hatte 3 Wildkräuterbücher, wo ich da immer nachgeschaut habe, wo man dann saisonal sich mit Wildkräutern zudecken kann. Schaut doch am Anfang, wenn ihr die Parasiten bzw. diese Überwucherung von Parasiten und Pilzen loswerden wollt, dass ihr am Anfang sehr viele Monomahlzeiten mit einbaut. Einfach aus dem Grund, weil Monomahlzeiten für den Körper sehr leicht zu verdauen ist und da die Verdauung, wenn die dann schnell vorbeigeht, dann eher mehr Zeit fürs Fasten und Fasten ist gleich Reinigung nutzen kann und da auch mehr mit der Entgiftung auch arbeiten kann und ihr auch mehr Energie habt, weil die Verdauung nicht so viel zieht, was ihr dann auch nochmal zusätzlich machen könntet oder darauf achten solltet, dass es nicht überessen, egal was ihr isst, wenn ihr zu viel von etwas isst, dann übersäuert ihr auch automatisch und da bleiben auch gewisse Rückstände auch zurück, genauso wenn ihr zu viel miteinander mischt, deswegen auch Monomahlzeiten, damit ihr nicht zu viel mixt, weil der Körper ist etwas schwieriger und dann können auch irgendwelche Essensreste im Darm zurückbleiben, die müssen halt auch wieder entfernt werden. Das ist natürlich auch wieder Nahrungsgrundlage für die Parasiten. Neben den Wildkräutern könnt ihr auch noch Sprossen bei euch mit integrieren, zum Beispiel Alfalfa-Sprossen, Sonnenblumenkernsprossen. Die habe ich mir auch immer sehr gern gemacht oder Mungbohnensprossen. Schaut doch, dass euer Darm einigermaßen saniert ist. Das heißt, dass ihr auch Darmreinigung und Darmsanierungen durchführt, also zum Beispiel regelmäßige Einläufe macht. Also bei den Einläufen könnt ihr auch zum Beispiel Zitroneneinläufe machen, dann schneidet ihr ungefähr 4 bis 6 Zitronen, schneidet ihr mit ins Wasser rein und versucht dann das Wasser, dass es lauwarm ist und führt euch das hinten rein, vor allem wenn ihr mit dem Fasten zum Beispiel beginnt. Das ist auch ein nächster Punkt, tut auch regelmäßig Fasten, vielleicht Intervallfasten einführen oder auch mal Kurzzeitfasten von 1 bis 3 Tage, um euch einfach auch langsam zu gewöhnen und auch hier die Nahrungsgrundlage für die Parasiten auch langsam zu entziehen, damit der Körper auch mehr auch zusätzlich in die Reinigung kommt. Wichtig bei der Darmreinigung, wie gesagt, die Sanierung, dass ihr auch sowas wie Probiotika zu euch nimmt, also gesunde Bakterien, Milchsäurebakterien wie zum Beispiel von Sauerkraut, Kimchi, Kambodscha, damit ihr da auch wieder euren Darm langsam mit besiedelt sozusagen, damit ihr auch euren Darm auf Ballaststoffe wieder gewöhnt, wenn ihr da noch nicht so gewöhnt seid. Da haben auch viele am Anfang das Problem, wenn sie jetzt Salat essen oder sehr ballaststoffreiche Sachen, dass der Darm sich noch nicht daran gewöhnt hat, da braucht ihr die entsprechenden Darmbakterien und die holt ihr euch dann so, zum Beispiel mit solchen Probiotika wie Sauerkraut zurück. Im Punkt der Fasten empfehle ich ja das Saftfasten, das gefällt mir sehr gut. Und am besten das mit grünen Säften machen, das ist zum Beispiel jetzt ein Selleriesaft mit ein bisschen Äpfel mit rein. Gemischt, damit es vielleicht nicht ganz so bitter ist, aber sonst versucht sehr viele grüne Säfte zum Beispiel zu machen. Saftfasten geht relativ einfach. Was ihr dann auch noch machen könnt, ist zum Beispiel Chlorella, das bindet auch Schwermetalle. Einfach euch diese Algen zum Beispiel zulegen. Spirulina habe ich mir auch gerne zugenommen. Wenn es auch noch ein bisschen kalt ist und ihr
bisschen Pep braucht. Ingwer und Kurkuma könnt ihr auch ein bisschen in den da auch mit reinmachen. Die helfen euch auch noch zusätzlich bei der Entgiftung. Da werde ich euch unten vielleicht nochmal eine Seite verlinken, wo ihr noch weitere Entgiftungsmöglichkeiten findet. Aber das sind jetzt die grundlegenden Hauptentgiftungen, die ich zum Beispiel gerne mache. Neben den Fasten, den Darmsanierungen, das ganze Essen, was man zu sich nehmen sollte, spielen natürlich auch weitere Entgiftungsfaktoren mit. Also Sonnenbaden, Luftbaden, Basenbaden, natürlich auch Bewegung, um die Lymphsysteme anzuregen, Dehnübungen, um die Faszien wieder ein bisschen zu lockern, damit der ganze Blutkreislauf und die Lymphe zirkulieren kann, damit die Entgiftung auch mit angenehmer ist. Das sollte man auch nicht unterschätzen. Und natürlich auch die mentale Einstellung, meditieren und auch weg davon kommen, dass Parasiten böse sind, dass sie mich steuern, dass sie meinen Körper ruinieren wollen, dass sie mich umbringen wollen. Das sind einfach solche Gedanken, die destruktiv sind und die solltet ihr einfach fallen lassen. Die sind einfach nur da. Die wollen euch auch nur helfen, den Körper zu unterstützen. Und ihr könnt es auch einfach dann, wenn ihr das macht, dann loslassen und euren Kopf sozusagen frei machen und klären, damit ihr da auch nicht zusätzlich Schaden im Körper verursacht, weil das ist eigentlich relativ egal, ob ihr euch für den Körper wirklich einen Stress habt, also in einer Stresssituation seid, oder ob ihr euch nur den Stress einbildet. Eine Menge Fantasie. Das ist für den Körper das Gleiche. Der reagiert da in beiden Fällen mit Stresshormonen. Also von daher auch darauf achten, dass ihr mental richtig eingestellt seid und die Parasiten nicht auf alles Mögliche verteufelt, ihnen die Schuld zuschiebt und was ich dann noch, was die Leute alles Mögliche machen. Diesen Weg, den ich euch jetzt gerade beschrieben habe, beziehungsweise meine Tipps, sind ja auf langfristig gesehen. Das ist jetzt nicht so eine klassische Parasitenkur, die mache ich 4 Wochen lang, dann bin ich parasitenfrei, sondern es ist einfach so eine Art, ja, lebenslange Reinigung, wie ich sie halt so, wie ich sie auch mache mit der veganen Rohkost und der schleimfreien Herkost, dass man das halt über die Jahre hinweg immer seinen Körper weiter reinigt und aufbaut, dann gehen die Parasiten auch von alleine weg. Von daher ist es auch wichtig, langfristig zu denken, Geduld haben, Ausdauer haben, regelmäßig entgiften und sich da auch nicht so viel den Kopf machen. Das geht dann auch schon vorbei, wenn der Körper dann eine gewisse Art von Reinigung hat, dann verschwinden die Parasiten bzw. Diese Symptome, die man zum Beispiel da hat, verschwinden auch von alleine. Also von daher einfach Geduld haben, langen Atem haben und einfach raus aus der Opferhaltung gehen und ja, anfangen, sein Leben zu genießen und mit der Reinigung auch zu beginnen. So viel dazu. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne den Kanal kostenlos abonnieren. Wer dabei noch auf die Glocke drückt, dann werde ich immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Gerne auch unten in die Kommentare schreiben, was ihr jetzt zum Beispiel für eine Art von Reinigungsmittel macht, Fasten, welche Erfahrungen ihr dabei habt, gerne einfach alles reinkommentieren, was euch jetzt dazu alles einfällt. Und sonst natürlich freue ich mich auch, oder ist es auch erwünscht, das Video zu teilen. Und weitere Unterstützungsmöglichkeiten für mich und mein Projekt findet ihr unten in der Videobeschreibung oder im ersten Kommentar angepinnt. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin, ciao!